Hey Leute, hier mein kleines Let's Test. Ich wollte nämlich mal hier so ein kleines Minigame testen. Und da dachte ich mir, dann nehme ich das gerade mit auf, warum noch nicht? Aha. Okay. Torre, oder wie das heißt. Man muss anscheinend klicken, wenn der in dem richtigen Position ist, wie man es braucht. Zum Beispiel jetzt. Ah ja, okay. Und man muss wie hoch? 15. Nein. Okay. Oh. Schon geschafft. Das ist ja auch tricky. Naja, wenn man einfach hochfahrt, falls es auch wieder hochkommt. Bisher ist es recht einfach. Sehr einfach. Wow, jetzt wird's schwierig. Hoch. Naja, es ist doch etwas einfacher gestrickt als erwartet. Aber mal gucken. Vielleicht kommt hier noch was. Aber bisher ist einfach nur warten und klicken. Ich meine, okay, es gibt sinnlosere Spielprinzipe, Cookie-Clicker etc., aber das hier, naja, eine Herausforderung ist es jetzt nicht. Aber es ist auch noch neu, ne? Okay, und es gibt Errungenschaften. Jetzt kommen wir so weit, oder wie? Es scheint so. Jetzt, ah doch. Ich dachte schon, jetzt gibt es kein Oben mehr. Ja gut, da kein Timer dabei ist. Das ist schon ein Turm. Oh. Das wollte ich gerade schon klicken. Das habe ich mir etwas lustiger vorgestellt, das Spielprinzip, ganz ehrlich gesagt. Sieht ganz süß aus. Einfach. Aber. Jo. Neue Höhe. Okay. Also man kann auch was frei spielen. So ohne Menü mag ich Spiele eigentlich eher weniger. Hey. Best 17, Goal 22. Okay, man muss immer weiterkommen, aber ganz ehrlich. Bauen wir mal einen dicken Turm.
Post, wie man hört. Verdammt. Geh da rum. Okay, jetzt kommt noch die Schwierigkeit des Drehens hinzu. Macht die Sache etwas tricky. Ah, yeah. Okay. Jetzt wird es doch ein bisschen ja, herausfordernder, nennen wir es mal. Man hat weniger Zeit zu klicken. Aber ist noch locker machbar. Ja, so langsam muss man sich echt konzentrieren. Das ist ganz schön laut. Ja. Ja. Das packe ich. Zwei noch. Eins. Oh. Ich verstehe, das sind diese verschiedenen Welten und die sind drehen sich und schneller und so. Und man muss immer schneller klicken. Ich verstehe, ich verstehe. Das spielen wir doch gleich auf Platin, würde ich sagen. Nein, verdammt. Missetat. Gehen wir hier zurück. Kleinen Knubbel hat noch niemanden geschadet. Wow, das scheppert. Nein. Nein. Hui, Level 9. Ach ja, jetzt auf der Kante. Zum kleinen Fundament, hey. Ah, es wird doch anspruchsvoller, hätte ich nicht erwartet. Ja, hoch. Ah. Spratzel, 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 Feuerwerk. Hallo? Hallo? Ich sehe doch nichts. Okay, das ist ein bisschen, aber bewegen kann ich halt nicht. Okay. Ja, kein Dunst, wo ich bin. Habe ich es geschafft? Ja, geschafft. Ja, bei 30 wird das die nächste Höhe. Das ist aber blöd. Bisschen rauszoomen wäre dann nicht schlecht, ne? Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech.
Ja. Ah, verdammt. Zurück in den Ursprungspunkt. Und schon wieder so schön laut. Ja. Oh, verdammt. Ich würde ja schon ganz gern drüber kommen, aber wenn man es gleich nicht mehr sieht, wird es schwierig. Jetzt wird schon schwierig. Geschafft, aber naja. Das ist schon etwas merkwürdig, das Spiel, muss ich sagen. Puh. Ja, wenn wir nicht so hoch können, machen wir einfach. Aber ich will ja schon höher kommen. Oh. Muss man ja auch mal. Ah! Okay, man kann die Farbe ändern. Aber erst, wenn man tot ist. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ach, es geht auch drunter. Okay. Ja, ganz lustig mal für zwischendurch, aber im Großen und Ganzen, ja gut, ich denke mal, da kommt noch was, aber. Oder die werden noch was dran machen, aber im Großen und Ganzen finde ich es. Naja. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss.